Willkommen zurück zur fünften Einheit des Mechanik-MOOCs. Hallo zusammen. Hallo. Wie bereits angekündigt, wollen wir uns heute mit Stoffgesetzen beschäftigen. Genauer gesagt mit einem speziellen, sehr einfachen Stoffgesetz, dem Hookschen Gesetz. Dann lasst uns loslegen. Zur Erinnerung, wir suchen nach einem Zusammenhang zwischen Spannungs- und Verzerrungstensor. Ja, wir erinnern uns. Super, also schauen wir uns einmal einen Zugversuch an. Am Anfang des Versuches sehen wir ein elastisches Verhalten der Probe. Dies ist der sogenannte Hooksche Bereich, die Hooksche Gerade. Gut, Markus, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Das Hooksche Gesetz besagt, dass die Spannung direkt proportional der Dehnung ist. Sigma ist E mal Epsilon. Mit dem sogenannten Elastizitätsmodul als Proportionalitätskonstante. Robert Hooke hat diesen Zusammenhang in Anlehnung an eine sich ausdehnende Feder aufgestellt. Das heißt, wenn sich das Material ausdehnt wie eine Feder, dann geht es also auch wieder in seinen Ausgangszustand zurück, wenn die Dehnung verschwindet. Ganz genau. Wenn wir uns eine Feder ansehen, gilt ja das bekannte Federgesetz. F ist K mal Delta L. K ist dabei die Federkonstante, also wie viel Kraft benötigt wird, um die Feder um eine gewisse Länge zu strecken oder zu stauchen. Dividiert man nun die Kraft durch die Fläche, an der sie angreift, und führt den E-Modul ein, so erhält man genau das Hooksche Gesetz. Der E-Modul hat damit die physikalische Einheit einer Spannung. Aber das gilt ja nur für eine Raumrichtung, oder? Das ist richtig. Was wir hier beschrieben haben, ist der einachsige Spannungszustand. Verallgemeinert auf drei Dimensionen sieht das Hooksche Gesetz etwas komplizierter aus. Sehen wir uns also noch an, wie das verallgemeinerte Hooksche Gesetz aussieht. Dazu eine Frage. Wenn wir uns einen Zugversuch wie diesen hier ansehen, was sehen wir dann? Die Probe dehnt sich in Zugrichtung aus. Ja, und was noch? Und kurz vor dem Bruch entsteht eine Einschnürung. Exakt. Und zusätzlich beobachten wir noch die elastische Kontraktion lange vor der Einschnürung. Diese wird durch die sogenannte Querkontraktionszahl beschrieben. Heißt das, das Material dehnt sich in Zugrichtung aus und zieht sich in die anderen Richtungen zusammen? Ja, so kann man es formulieren. Und zusätzlich gibt es dann im Allgemeinen noch einen thermischen Anteil. Dieser ist aber für unsere Fragestellung hier unerheblich. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Festigkeitskennwerte kommen in der Regel aus einachsigen Spannungszuständen. In realen Bauteilen haben wir es aber mit dreiachsigen Spannungszuständen zu tun. Und wie können wir die beiden dann vergleichen? Mittels sogenannter Vergleichsspannungshypothesen. Okay, und was können wir uns darunter vorstellen? Wir nehmen ganz einfach den Spannungstensor und errechnen mittels einer definierten Vorschrift aus den einzelnen Spannungswerten eine Vergleichsspannung. Diese lässt sich dann mit tabellarischen Festigkeitskennwerten, zum Beispiel der Streckgrenze, vergleichen. Ist das alles? Im Prinzip ja. Es ist unter Umständen nur wichtig, welche Vergleichsspannungshypothese genau Anwendung findet. Zum Beispiel Huber-Mises-Hencke oder Tresca für duktile Werkstoffe oder die Normalspannungshypothese für spröde Werkstoffe. Okay, klingt logisch. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Einheit angelangt. Erzählst du uns auch noch, was wir nächstes Mal machen? Ja, sicher. Wir sehen uns noch Biegung und Torsion an einem Stab an und dann können wir auch schon unser konkretes Beispiel der Antriebswelle behandeln.